Wir stehen hier vor dem Plakat der Ausstellung Kurt Herrmann, ein Maler der Moderne in Berlin. Das Plakat fußt auf einem Pastell aus dem Jahre 1901, als sich Herrmann intensiv mit dem Farbkanon der Neoimpressionisten auseinandersetzte. Die Ausstellung, die auf diesem Plakat vorgestellt wird, findet im Berlin-Museum bis zum 16. Juli statt und ist täglich außer montags von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Kurt Herrmann ist wohl der einzige bedeutende deutsche Maler aus dem Neoimpressionismus, der zudem noch engen Kontakt mit seinen Pariser Kollegen um 1900 bis 1905 hatte. Kurt Herrmann zog von Berlin, wo er bei Karl Steffek ganz hier in der Nähe des Berlin-Museums ausgebildet wurde, genau übrigens wie der berühmte Berliner Kollege Max Liebermann, nach München. In München lernte er, wo er in einigen Ateliers arbeitet, auch den Kunsthistoriker Richard Mutter kennen, den wir hier auf dem Bild sehen. Mutter hatte gerade eine große Monographie über die Malerei herausgegeben und darunter alleine 17 Seiten über Manet und die Impressionisten. Das war Herrmanns Einstieg in die moderne französische Malerei. Hier ein Bildnis von einem Münchner Brauereibesitzer, die berühmte Pschorr Bierbrauerei, 1887 gemalt. Das Bild befindet sich noch heute in Besitz der Familie. Es zeigt hier den damaligen Gründer Georg Pschorr. Dieses Selbstbildnis des Malers aus dem Jahre 1873 entstand noch in Berlin während seiner Ausbildung bei dem Berliner Maler Karl Steffek. Um 1897, nachdem Herrmann sich zum ersten Mal in Paris aufgehalten hatte, wo er führende Vertreter der damaligen Art Nouveau-Kunst, also des späteren Jugendstil, kennenlernte, beschäftigte sich Herrmann mit einer sehr farbintensiven und flächigen Malerei. Hier sieht man ein Mädchen in einem Kahn, wahrscheinlich auf der Spree bei Hangelsberg in der Nähe von Berlin. Und das zeigt doch ganz deutlich die Herkunft aus der Jugendstilmalerei, die er aber kurze Zeit später wieder aufgab. Herrmann, der schon in seiner frühen Zeit als Maler sich sehr heftig der Farbe, und zwar dem, wie er sagte, dem reinen Licht zugewandt hatte, lernte um 1897, 98 die sogenannte pointillistische Malerei kennen, die sich also rein weg aus den Spektralfarben zusammensetzt. Und dies beeinflusste ihn ganz besonders, vor allem da 1898 in Berlin durch Harry Graf Kessler und den Kunstkritiker Meyer Gräve eine große neoimpressionistische Ausstellung stattgefunden hatte, die Herrmann ganz genau gesehen hatte und wo er sogar Bilder gekauft hatte. Aus diesem Jahr 1898 bis etwa 1910 hat er sich fast ausschließlich mit der pointillistischen Malerei auseinandergesetzt. '05 bis '07 stellte Kurt Herrmann mehrfach zusammen mit den französischen Künstlern im Salon des Indépendants in Paris aus, wo er auch Henri Matisse kennenlernte, von dem er schon sehr früh ein Bild erwarb. Das hier gezeigte Landschaftsbild zeigt deutlich den Einfluss des französischen fauvistischen Malers, und Herrmann löst sich hier vom punkthaften Auftrag der Pointillisten zu einer fast schon expressionistischen Malweise.
Der Maler Kurt Hermann hatte 1897 in eine sehr reiche jüdische Bankiersfamilie geheiratet, sodass er sich im Sommer immer in einem Schloss in Franken aufhielt, während er im Winter als Mitglied der Sezession in Berlin tätig war und hier eine Reihe von großartigen Stadtbildern gemalt hat. Hier sehen wir 1909 in Moabit die Hansabrücke im Bau befindlich. Und es ist erstaunlich, wie die reinen Farben der Neoimpressionisten hier sozusagen die klirrende Kälte eines frostigen Wintertages herüberbringen. In der zeitgenössischen Presse hieß es sogar, die lila und blau schimmernden Eisteilchen ließen den Betrachter vor diesem Bild förmlich verfröstelt, vor Frieren und Kälte erschauern. '16/17, also im Kriegswinter, waren sozusagen schlimme Verhältnisse im Berliner Zoo. Erstens kein Futter, zweitens keine Heizung. Das bedeutete, dass unendlich viele Tiere im Zoo verhungerten, vor allem die tropischen Vögel. Hermann nutzte diese Gelegenheit und malte hier einen toten Flamingo aus dem Berliner Zoo. Er war mit dem damaligen Direktor verwandt, der ihm diese toten Vögel zur Verfügung stellte. Es ist ein eindrucksvolles Bild von fast 2 Meter Höhe und zeigt einen an den Beinen aufgehängten Flamingo. Das Ganze, der helle Leib des Vogels, verschwimmt dann in einem Wirrwarr von blau-schwarzen Farben. Und hier zeigt sich deutlich seine erneute Hinwendung zur japanischen und chinesischen Malerei, die ihn schon 20 Jahre früher beschäftigt hatte. Hermann war, wie viele Künstler seiner Zeit, ein großer Anhänger eines kompletten Gesamtkunstwerkes. Ihn interessierte das Zusammenwirken von Möbel, Wohn-, Raumkunst, Kunstgewerbe und Malerei. Und er fand darin den idealen Freund und Partner in dem berühmten belgischen Jugendstilkünstler Henri van de Velde, den Hermann auch unterstützte, als er 1900 nach Berlin zog. 1911 richtete ihm Henri van de Velde dieses Speisezimmer in Berlin-Charlottenburg ein, das zu seiner Zeit viel bewundert wurde und in vielen Kunstzeitschriften veröffentlicht war. Hermann erfand oder entwarf in Zusammenarbeit mit van de Velde die Wandbilder, die in elegante Wandpaneele eingelassen waren. Kurt Hermann hatte schon um 1897 begonnen, eine moderne Kunstsammlung aufzubauen. Er besaß unter anderem Werke von Van Gogh und Gauguin, kaufte aber auch ganz moderne Franzosen wie Derain und Henri Matisse, die damals noch nicht einmal den Namen bekannt waren. Am bedeutendsten natürlich und am wichtigsten die im nahestehenden Künstler wie Paul Signac und hier Henri Edmond Cros oder Theo van Rijsselbergen mit seinem Strandbild. Diese Bilder sind schon deshalb so von Bedeutung, weil sie 1919 bis 1926 im damaligen Kronprinzenpalais unter den Linden in der Nationalgalerie hingen und ein Anziehungspunkt für die Berliner waren, während heute in ganz Berlin nicht ein einziges neoimpressionistisches Bild in einem Museum zu sehen ist. Die Ausstellung, die hier gezeigt wird, umfasst ungefähr 130 Bilder, Ölgemälde, Aquarelle und Pastelle des Malers Kurt Hermann, sowie eben eine Sammlung von ca. 20 französischen Gemälden aus seiner Sammlung. Die Ausstellung dauert bis zum 16. Juli und ist täglich außer montags von 10 bis 22 Uhr durchgehend geöffnet. Zur Ausstellung erschien ein umfangreicher Katalog, in dem auch noch hunderte von Künstlerbriefen veröffentlicht wurden, darunter Briefe an Hermann von Liebermann, von Kirchner, von Haeckel, von den bedeutenden Expressionisten, aber auch von den französischen Malern.